Ja, erstmal sorry, dass das Video so spät kam. Das mit Fussel fand ich halt sehr traurig. Deswegen habe ich da erstmal nichts mehr hinzugemacht. So, mittlerweile, wo ich auch weiter aufnehme, sind jetzt schon 2 Monate oder so vergangen. Deswegen bin ich auch nicht mehr krank und meine Stimme hört sich wieder normal an. Ich wollte aber auch noch mal trotzdem ein paar Worte zu Fussel sagen. Jetzt nicht ausführlich, aber ich wollte halt sagen, Fussel war schon sehr braves und entspanntes, chilliges Häschen. Also, der war eigentlich nie panisch und ist nie weggerannt. Man hat manchmal gemerkt, dass er Sachen nicht wollte, aber eigentlich war der ziemlich ruhig und entspannt. Mit Fussel habe ich auch den Instagram-Account gestartet, weil er so süß war. Und er hieß halt Fussel, weil er früher fusselig war. Am Ende war es nicht mehr. Und wir dachten eigentlich, Fussel ist endlich mal mit fleckigen Kaninchen, die lange leben können, weil Fussel ein gutes Immunsystem hat. Hat leider auch nicht so geklappt. Der Grund, wieso ich dieses Video überhaupt mache, ist ja, mein Instagram-Kanal hieß Fussel und Flecki. Mein YouTube-Account heißt Fussel und Flecki. Und das ist dann natürlich blöd, wenn Fussel und Flecki sterben. Deswegen, ihr habt ein Recht, das zu erfahren, weil Fussel ja der Teil, der die Gründung des Kanals war. Das ist jetzt nicht so wie bei anderen Todesfällen, dass das was Privates ist, sondern Fussel war ja der Kanal.